verlieren. Ja, Gott kann dir alles nehmen. Und du hast nichts mehr. Du hast Kinder, Frauen. Du weißt nicht mehr, wie du die morgen ernähren kannst. Aber jeden Morgen steht ein Tüte Reis vor der Tür. Du weißt nicht, woher denn das kam. Das kam. Ist es möglich mit Gott? Ja. Dass du am Ende des Monats dein Konto ist auf Minus. Du weißt nicht mehr, wie du die Miete zahlen wirst. Aber du gehst nicht in Panik. Die Kinder kommen, Papa, der Kühlschrank ist leer. Gott wird sorgen. Die Frau kommt und sagt, hey, wir haben kein Geld mehr für Benzin. Schatz, Gott wird sorgen. Das ist der Gott der Bibel, der alles dir wegnehmen kann. Der erwartet, dass deine Sicherheit nicht auf dein Auto, dein Haus, deine Karriere, aber deine Sicherheit auf ihn legt. Dass du bereit bist, nicht zu jammern, weil du nichts zu essen hast, nicht zu jammern, weil Krankheit in deinem Haus ist, aber dass du Gott preist. Danke, dass die Krankheit da ist. Durch die Krankheit, du wirst deine Herrlichkeit zeigen. Herr, danke, dass ich meinen Job, meine Karriere verloren habe, denn du hast etwas Größeres vor mit mir. Das ist die geistliche Sprache, der geistliche Leuchter. Aber wenn du an alles hängst, nein, fäng an heute zu sagen, Herr, trenn mein Herz von alles, was ich habe. Binde mein Herz mit dir. Weil wenn die schwere Zeit kommt, du wirst diese schwere Zeit überwinden. Du wirst nicht jammern, du wirst nicht motzen, du wirst nicht in Sorge sein. Du wirst sagen, mein Erlöser lebt. Weil dein Vertrauen ist auf ihn gerichtet und gebaut. Halleluja.